Hallo und herzlich willkommen mit 13. Universum. Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Keen 5.5, dem Schrecken für die ganze Familie. Und ihr seht, ich habe dieses Level beendet, aber nicht sehr ehrenhaft. Und ja, woran liegt das? Ihr wisst es, dieses Level hat einen interessanten Bug, der mich davon abhält, es zu beenden. Weswegen ich schon mal eine Aufnahme hatte, die ihr nicht gesehen hattet. Denn ich wollte das nicht hochladen, weil ich war da kurz vom Nervenkollaps, es war einfach nicht mehr lustig. Und ja, vor dieser Aufnahme habe ich ein bisschen mal versucht, mit Godmode schneller durchzukommen. Ich weiß, das ist eigentlich nicht richtig, aber ich wollte gucken, ob wirklich Schnelligkeit einen Unterschied macht. Und nein, tut es leider Gottes nicht. Denn der Fehler kommt immer da. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, es liegt irgendwie an dieser Plattform, die sich wegbewegt, wenn man versucht, auf sie zu springen. Ja, wo man sie erst triggern muss und dann drauf zu springen. Ich habe keine Ahnung, es geht einfach nicht. Und ich musste mit dem Cheat das Level beenden, weil selbst mit Godmode, ja, selbst mit Godmode habe ich es nicht geschafft, das Level schnell genug zu beenden. Was soll ich sagen? Hier, ich habe den Link zu dem Level in die Beschreibung gepackt. Da könnt ihr euch die Passagen angucken, die ich euch leider Gottes nicht zeigen kann. Es liegt nicht an mir. Ja, Ehrenwort, es liegt nicht an mir. Ich weiß nicht, ob es irgendwie ein Bug exklusiv nur für mich gerade ist oder ob der generell bei dem Spiel vorkommt, ich weiß es nicht. Ich kann halt auch bei keinem anderen nachgucken. Eventuell hat derjenige, also CK Guy, einfach sein Level Pack nicht ausgiebig genug getestet. So, wir schauen uns mal diesen Käse an. Was haben wir hier? Okay, ich bin hier. So. Gut, dann gucken wir uns mal an, was das jetzt für ein Käse wird. Ich hoffe mal nicht. Der Anfang ist schon mal human. So, da haben wir auch schon das Exit. Ich finde es auch nett von ihm, wie er uns oftmals das Exit direkt am Anfang zeigt, um uns zu entmutigen. Gucken wir einfach mal kurz nach Secrets. Na, damit war er ja bisher auch recht sparsam. Das Ding schießt nicht. Ich bin schon wieder verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Wir gucken erstmal da oben, schätze ich. Ah, kann da irgendwie... Okay, wir können uns nicht da hochklettern. Ist das wirklich der Weg? Ist das wirklich so gedacht, dass man dann die Keycard kommt? Ich bin maximal verwirrt. Sollen wir die Keycard hier schon benutzen? Ist das richtig? Ich meine, das Secret hier ist recht offensichtlich, aber man... Ja, das fällt mir dazu ein. Warum schießt du nicht? Egal, es würde auch keinen großen Unterschied machen, wenn es schießen würde. Man macht keinen offiziellen Weg, wo es weitergehen soll, in einen Secret. Das macht man nicht. Ja, nicht jeder hat ein Auge dafür. Es ist halt einfach... Sind wir jetzt in einer anderen Passage? Ist das jetzt so ein Käse? Nein. Nein. Offensichtlich nicht. Also, habe ich offensichtlich alles richtig gemacht? Okay, ich würde mal sagen, es ist Zeit für einen Zwischenspeicherpunkt. Oh Gott, irgendwie, ich sprühte was aus. Das fehlt mir gerade auch noch. Dass ich krank werde, sterbe ich dadurch. Nein, kannst du drauf springen? Nein. Was hast du für eine Daseinsberechtigung? Ach, wer weiß das schon. Vollbereit halten? Okay. Huh.
Okay. Ja, gut. Da muss ich ein bisschen gerade testen, was da geht und was nicht. Weil das weiß man so bei dem Siegay, vor allem Siegay-Guy nicht. Ich meine, wenn man keine Ahnung von Keen hat, kann man sowas doch gar nicht sehen. Wir holen jetzt erstmal den Key hier. Was ist da unten? Ich habe Angst nachzugucken. Das machen wir gleich. Wir müssen auch gleich noch gucken, was da rechts ist. Wir gucken erstmal, was da oben ist. Schalter. Okay. Und hier würde ich tatsächlich gerne speichern, weil ich nicht weiß, wie das von der Hitbox hier ist. Ach, CK-Guy, du bist so ein Witzbold. Weißt du was? Ich lade einfach. Ja, man kann da vermutlich nicht mehr runterspringen, ohne zu sterben. Wir gucken einfach, was hier ist. War das jetzt der Richtige? War das der Falsche? Ach, du bist noch. Du bist nur Huhu. Warum? Jetzt bin ich aber schon mal hier oben, aber er ist mir jetzt gerade mal tierisch wurscht. Wir holen uns einfach mal die Punkte. War da unten was Tödliches? Ich weiß es nicht mehr. Ah. Wir gucken nämlich mal einfach, was hier gerade ist. Ja. Der Weg da hoch war ja nicht allzu schwer, also kann man den locker nochmal gehen. Ich probiere erst mal was. Never mind then. Na, ich hätte nicht speichern sollen, sehe ich gerade. Okay, es scheint nur ein doofes Secret zu sein. Ja, das ist teilweise einfach so pixelgenaues Springen. Ich sollte da oben speichern, ne? Das sollte ich tun. Diese kleine Plattform da. Ja, das ist... Es lief eigentlich am Anfang ganz gut. Aber ich musste ja unbedingt nachgucken, was da ist. Ich finde es auch ein bisschen gemein. Also das Levelpack. Das Levelpack richtet sich offensichtlich an die besseren Keen-Spieler, also Spieler, die. Das ist einfach ein Millimeter. Bist du etwas zu weit links, fällst du links runter. Bist du etwas zu weit rechts, stirbst du einfach nur. Okay. Also das Levelpack richtet sich schon an die Leute, die geübt sind in Keen. Ja? An die richtet sich das. Und an aus dieser Zielgruppe, ja, die Masochisten davon. Ja? Ich kann mir das anders nicht erklären. Wer spielt denn Shit freiwillig? Kann ich überhaupt wieder da drauf landen? Ist dafür überhaupt genug Zeit? Ja, ist es. Oh je. Das passiert, wenn man zuerst die Pfeiltaste drückt und dann erst die Springtaste. Das nur für zwei Leben und Schuss, ja. Und Punkte, ja. Ich ahne Schlimmes, meine Freunde. Ich ahne sowas von schlimme Dinge. Hier an dieser Stelle wäre ein Quick Save, ich meine Quick Load, ja, hilfreich.
Wir speichern an dieser Stelle mal und ich hoffe inständig, dass dieser Sprung darüber machbar ist. Ist er. Also man muss halt nur einen halbhohen Sprung benutzen. Hier darf man einfach nicht zu voreilig sein. Also irgendetwas von diesen Schaltern wird wohl korrekt sein. Die Frage ist nur, welcher davon ist der richtige? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, der da oben rechts ist es nicht. Von daher probieren wir einfach mal. Wow, die beide öffnen den da. Aha. Lass mich raten, keiner davon ist richtig, oder? Keiner davon ist richtig. Ich möchte eigentlich gerade den anderen mal testen. Wie habe ich das denn eben gemacht? Ich kann gar nicht mehr springen. Wie habe ich das eben denn gemacht? Ich probiere es nochmal mit dem linken. Ja, das ist aber nicht wirklich jetzt so gedacht, oder? Ist da wenigstens irgendwas? Nein? Okay. Wie funktioniert das? Kenzer. Ich habe gedacht, vielleicht geht's in Pogo. Fuck. Warum? Warum kann er es nicht bei einem belassen? Bei einem? Wie soll denn der Scheiß jetzt hier gehen? Warum macht er überhaupt so einen Käse? Muss ich vielleicht irgendetwas davor machen? Ich glaube, ich weiß die Lösung. Ich glaube, ich weiß sie. Ihr werdet euch vielleicht jetzt wundern, warum der Mann von Chicali Netzwerk das gemacht hat. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wisst ihr, warum ich das mache. Wir haben die zwei Leben bekommen, ja, also technisch gesehen. Ah, hier war tatsächlich ein Secret. Das ist auch so ein bisschen komisch. Wir holen uns erstmal wieder die Keycard, weil wir sie ja brauchen. Na, ich muss von der anderen Seite kommen. Weil der einen ja gerne trollt. Ich gehe mal davon aus, die Kanone da sollte schießen. Oder es soll einfach nur verwirren. Das kann auch sein. Okay. Ich wollte nur noch mal gucken, ob da vielleicht nicht doch ein Secret ist. Ich habe nicht gespeichert, oder? lustig. Wir machen ein Level Pack, das total scheiße ist. Okay, was hat's damit auf sich? Wer weiß das schon? Keine Ahnung. Vermutlich ist einfach nur alles in diesem Level Pack gedacht, mich zu trollen. Speichern einfach gleich mal. Damit ich Fortschritt habe. Irgendwann mal in meinem Leben Fortschritt. Ja, ich frag mich nur, warum macht der sowas? Okay, normalerweise sollte man bis zu diesem Zeitpunkt gelernt haben, dass der so einen Scheiß einfach tut. Ja, man muss es gelernt haben. Diesmal holen wir uns den Shit nicht. Okay, warte mal kurz, das funktioniert ja gar nicht so, wie ich das vorhabe. Ah, doch.
Interessant. Wow, wirklich? Wirklich? Ach komm schon, CK-Guy, warum? Auf der einen Seite ist es cool, auf der anderen Seite ist es einfach nur... Ich würde dich am liebsten verprügeln. Ganz ehrlich, ich bin Pazifist. Du wächst in mir ein Verlangen, was ich noch nie vorher hatte. Und zwar Leute zu verprügeln. Ich möchte dich verprügeln. Ich darf jetzt nicht aus Versehen den Key holen. Ja, aber wie komme ich jetzt von da wieder da dran vorbei? Wie? Ah, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert, dass man einfach drüber springen kann. Du bist so ein Arsch. Ich hoffe, du weißt, dass du ein Arsch bist. Und ich hoffe, dass ich jetzt wenigstens alles richtig gemacht habe. Ich habe Angst, eigentlich zu speichern. Tun wir es mal trotzdem. Ansonsten gibt es im nächsten Part das Level wieder. Was ich nicht hoffe für euch. Was ich nicht mal für mich selbst hoffe. Okay. Lass mich raten, der ganze Scheiß war nur dafür, die Kanone jetzt anzuschalten. Das wär's ja noch gewesen. So. Habe ich jetzt die Destination dieser Tür verändert? Nein, habe ich nicht. Okay, was habe ich denn dann getan? Das ist eine berechtigte Frage meinerseits. Vermutlich irgendwas auf der anderen Seite. Ich kann ja nur raten, ne? Ich kann ja wirklich nur raten. Okay. Speichern wir wieder hier. Weil die sind das gefühlt 80. Mal hier. Vielleicht hole ich mir die Leben und die Schuss später nochmal. Mal gucken. Mal sehen. Okay, hier komme ich nicht vorbei. Da oben war nur der eine Schalter. Hä? Warum bin ich... Ah! Das konnte man von unten, glaube ich, nicht sehen. Naja, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Von daher speichern wir einfach mal. Guck mal so weit nach oben wie möglich. Das ist nicht möglich. Das sieht nach Robo Red aus. Okay. Ist hier denn ein Robot? Nein. Ich finde dieses Level-Design, das gewählt wurde, auch super verwirrend. Okay, wir springen mal auf diese Plattform, auch wenn ich keine Ahnung habe, ob das richtig ist. Da habe ich irgendwie gerade geistig geschlafen. So, bin ich hier jetzt richtig? Ich habe keinen Schimmer, ob ich hier richtig bin, da ich nicht weiß, ob ich diesen Weg zurückgehen kann von den Pattern der Plattform her. Würde ich einfach mal sagen, ich speichere mal hier drüber. Da geht es offensichtlich noch nicht lang. Ich hasse Blind Jumps und in dem Fall
Blind, was auch immer. Ach ja. Deswegen wäre Quick Save und Quick Load auch gut, weil dann müsstest du nicht die ganze Zeit. Müsstest du nicht die ganze Zeit darauf achten, wo du gespeichert hast und wo nicht. Okay. Oh Gott, wenn ich das da oben schon sehe. Aha. Ich gehe mal davon aus, es wird irgendwann mal wichtig. Ach, ihr werdet mich jetzt häufig sterben sehen. Okay, das wird dauern. Das kann ich euch versprechen, dass das dauert. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ach, komm schon. Ich weiß nicht mal, ob das möglich ist. Aber es ist möglich. Scheiße. so richtig enttäuscht. Scheiße. Es ist möglich. Ja gut, ich denke, ich gehe mal davon aus, dass er wenigstens das getestet hat, dass das möglich ist. Das sah gut aus. Das sah gut aus. Wenn ich das... Ich speichere jetzt wirklich bei jedem ab, weil ansonsten passiert irgendwann mal das. Weil das ist Pixel. Das ist wirklich Pixel genau. Kann ich nicht auch einfach da weiter links gehen oder geht das nicht? Ist eigentlich vermutlich egal. Ich möchte dazu mal jemanden sehen, der einen One-Run daraus macht. Ja? Weil allein... Dazu gehört einiges, hieraus einen One-Run zu machen. Dazu gehört wirklich einiges. Ich hoffe, das ist wirklich der richtige Weg. Nicht, dass ich das gleich nochmal alles machen muss. Weil ich hätte eigentlich da drüben durch die Tür gehen müssen. Lalala. Der Trick ist eigentlich zu laufen. Ich stehe schon zu nah dran. Mann. Jetzt komme ich da nicht durch oder was hier, meine Freunde? Diese Hitboxen von den Dingern sind auch einfach so doof, dass ich... Ich habe nicht mal eine Ahnung, was ich jetzt anders gemacht habe als eben. Kein Scheiß. Es ist nicht so, dass ich irgendwie gut in dem Spiel bin. Ich sehe das von den Hitboxen halt selbst nicht. Ich mach das nach Gefühl. Mehr ist das nicht. Ich mach das einfach nach Gefühl. Meine Güte. Ist das jetzt hier... Aktiviere ich damit wirklich das Richtige? Ich meine... Bin ich hier überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mir schon gedacht, dass das da öffnet. Aber was bringt mir das? Ah. Ja. Aufmerksamkeitsdefizit. Das hätte ich sehen müssen. Können. So. Ich habe keine Ahnung, ob es gut war, jetzt einfach diesen Schalter zu aktivieren. Okay. Fantastikerisch. Ich speichere weiterhin auf leer. Wieso wusste ich das nur? Okay, wir müssen das anders machen. Kann ich überhaupt weit genug damit springen? Ja. Er hat Gott sei Dank nicht jetzt so eine ganze lange Reihe damit gemacht. Ja. Ich habe Angst. Ich glaube, ich habe es verkackt. Ich glaube, ich habe es wirklich verkackt. Also so richtig hart verkackt. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg war. Ist.
glaube, ich hätte vorher den grünen Key holen müssen. Ah ne, Moment, hier ist ja eine Tür. Irgendwie bin ich heute extrem blind. Interessant. Ich hatte ganz kurz mal die Hoffnung, dass ich, ich weiß nicht, ob ich überhaupt diesen, das da aktivieren sollte. Bin ich hier richtig? Ich habe jetzt Angst, überhaupt irgendwo zu speichern, aber wir speichern mal auf YouTube, weil wir jetzt gesehen haben, wir können den Weg, wir können den Weg rein theoretisch auch nochmal zurückgehen. Wisst ihr was, wir holen uns nochmal die Shows, ich weiß nicht, ob die nochmal wichtig werden. Vielleicht hätte ich das lassen sollen, Quick Save, Quick Load wäre hier echt nice. Man sollte erst springen und vielleicht sollte ich es mir doch nicht holen. Aber es gibt ordentlich Punkte und Leben und Schuss. Von daher kann man eigentlich immer machen. Nochmal machen. Fuck. Steht's offensichtlich zu weit. So, meine Freunde. Hier muss man eigentlich nur recht vorsichtig sein. Hier dran ist eigentlich nichts gemein. So. So, hier speichern wir nochmal zwischen und gehen jetzt da oben durch das Dingenskirchen. Wir haben ja keinen Key, ne? Bevor ich da durchgehe, speichere ich aber nochmal, also meine Freunde. Also es ist... Aha! So sieht's wohl aus. Darf ich wieder diesen komischen Weg nehmen? Ach, ich habe geschlafen. Ich habe geschlafen. Schon wieder. Schon wieder an derselben Stelle geschlafen. Das kann ich offensichtlich gut. So, wir speichern hier einfach. Ist ja kein großes Ding. Zu sterben. Fuck. Vom Timing her müsste das aber eigentlich gehen. Da ist es noch nicht offen. Gehen wir davon aus, dass da unten bei diesen grünen, ich glaube es war gelb. Oh nein, die Farbenblindheit. Okay. Auf der einen Seite finde ich das Level cool, auf der anderen Seite hasse ich es jetzt schon. Habe ich irgendwie den Punkt verpasst, wo ich hätte den benutzen müssen? Nee, das war der Weg zur Keycard. Bin ich den ganzen Weg umsonst gelaufen, oder? Ich meine, oder komme ich da so hoch?
Was heißt umsonst? Ich meine, ich habe mir ordentlich Punkte geholt. So konnte man tatsächlich wieder hoch. Was hat der Schalter denn überhaupt gemacht? Was hat er gemacht? Bin ich wieder hier? Ach, warte mal kurz. Der Schalter hat deaktiviert, dass das aktiviert ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war. Das war ja am Anfang halt besetzt. Und der Schalter war offensichtlich dafür da, dass es nicht mehr besetzt ist. Wieso kann man da so eigentlich nicht hochspringen? Egal. Kann ich schon wieder den Weg nehmen? Ich finde, ich muss tatsächlich sagen, das ist einer der ersten Level, wo ich sagen muss, das ist eigentlich sogar ganz cool. Das ist eigentlich sogar ganz cool. Das macht fast schon wieder wett, dass dieses eine Goblet-Level nicht funktioniert. Ich muss leider Gottes zugeben, leider nur fast. Also, ja, mal gucken. So, wir müssen da jetzt nochmal durch und uns den blauen Key holen. Den brauchten wir. Gehen wir mal da durch. Okay. Ich hab schon wieder vergessen, ob man einen blauen Key braucht. Also heute ist auf jeden Fall nicht meine konzentrierteste Aufnahme. Man muss doch irgendwie auch an den drankommen, ohne runterzufallen. Komm, Mann von Shikari-Netzwerk, das muss doch irgendwie gehen. Das muss doch irgendwie gehen. Ja, siehst du, Mann von Shikari-Netzwerk, das geht doch. So, ich gehe mal davon aus, wir müssen das so machen. Das ist gar nicht so einfach jetzt. Ich glaube, ich probiere es mal mit einem Speedjump. So, da ist ja nichts offen. Ich glaube, der war da irgendwo. Bin mir total unsicher. Das Level ist auch ein bisschen verwirrend aufgebaut. Wir haben auf jeden Fall jetzt den grünen Key für hier oben. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich überhaupt hier bin. Und ich sterbe wie so ein Holzkopf. Wie so ein Pfosten sterbe ich. Ich habe mich tatsächlich jetzt erschreckt, weil ich nicht damit gerechnet habe zu sterben. Es war vermutlich die Vorfreude, dass ich hier was machen kann. Nee, tatsächlich nicht. Ich musste tatsächlich Pixel genau ausnutzen, ab wann ich diesen Schalter aktivieren kann. Gut, jetzt müssen wir jetzt den wieder aktivieren, damit ich da runter kann. So, hier konnte man ja nicht durch. Ich weiß auch gar nicht, warum da überhaupt ein Durchgang ist. Da unten war auch noch eine Tür. Da konnten wir aber nicht. Achso, ja, da. Diesmal total verwirrt. Irgendwie juckt mein Fuß, auch wenn es gerade nicht in den Kontext passt. Ja. Benutzen wir es mal aus, dass wir hier drüber gehen können. Weil da ist es jetzt offen. Und hier ist es auch offen. Und das ist offensichtlicherweise eine Todesfalle. Ich kenne doch meinen Troll CK-Guy. Nein. Ah. Das ist eine Abkürzung. Es tut mir leid, CK-Guy. Ich habe dir Unrecht getan. Das tut mir sogar ein bisschen leid. Wir müssen tatsächlich den ganzen Weg gehen, hä?
weil er das so gemacht hat, dass es natürlich nicht möglich ist. Ich glaube, dass es so oder so gerade nicht mehr möglich ist, so da zurückzugehen, oder? Nein, das kannst du knicken. Oh, kann ich da oben vielleicht so hinspringen? Wenn ich es besser timen würde. Ist zu früh. Moment, ich versuche da jetzt da hoch zu springen. Nee, geht nicht. Ich glaube selbst, nee, es geht nicht. Also, Retourkutsche. Also sowas, muss ich ehrlicherweise sagen, sollte man sich eigentlich sparen. Also das ist einfach, sowas macht halt nicht Spaß. Backtracking ist okay, um es mal zu benutzen, ja. Wenn es sich auch nicht vermeiden lässt oder es halt auch einfach irgendwie nicht auffällt. Aber so ist es, naja, es ist ein bisschen nervig. Offensichtlich müssen wir uns hier die Abkürzung auch erst noch verdienen. Aha. So, so. Ich halte mal die Schusstaste bereit. Okay. Das Level war recht ereignislos bisher von Gegnern her. Und hier trollt er mich wieder, weil... Ah, wir haben keinen gelben Key. Den haben wir ja benutzt. Stimmt ja. Haben wir überhaupt einen Key? Nö. Okay, ich gehe mal davon aus, den Key wird man so holen können. Never mind then. Ich weiß nämlich ansonsten nicht, wie es weitergeht. Probleme lässt sich immer so fallen. Kommt man so an den Key oder habe ich schon wieder irgendwas übersehen? Ich brauche ja den gelben Key irgendwie und sehe keine Möglichkeit, wie man sonst daran kommen soll. Außer es gibt irgendwie hier so einen Bagger-Ryu-Scheiß, der hier angedacht ist, mit dem man da hinkommt. Offensichtlich nicht. Also muss es ja irgendwie gehen. Tatsächlich, so wie ich gedacht habe, man muss sich da oben dran buggen, dass man so runterfällt, dass die eigene Hitbox kleiner wird. Aber meine Güte, das sieht für den Laien so aus, als ob es da nicht weitergeht. Ja, okay, aus dem Kontext heraus konnte man schließen, dass es keinen anderen Weg geben kann. Die Frage, komme ich ja wieder so vorbei? Uah. Ja, das geht tatsächlich deutlich einfacher. So, meine Freunde. Das hat niemand gesehen. So, der Grüne war irgendwo da unten, ne? Warum merke ich mir sowas eigentlich nicht? War da ganz top. Gott, warum bin ich denn heute so extrem verwirrt? Oder war da ganz oben? Ich bin heute wirklich so extrem verwirrt. Dabei war ich am Anfang der Aufnahme noch gar nicht so verwirrt wie jetzt. Ich glaube, das hat echt was mit diesem Level Pack zu tun. Die Stelle wäre echt schwierig da, tatsächlich. Wenn die Kanonen schießen würden.
Offensichtlich hat er im ganzen Level vergessen, die Kanonen schießen zu lassen. Das kann doch nicht allen Ernstes meinen, dass ich da jetzt lang gehe, oder? Also er hat auf jeden Fall... Das sind nur Punkte, oder? Kann ich da überhaupt drüber springen? Ist das überhaupt technisch gesehen machbar? Ich weiß es nicht. Wir haben einen Schalter aktiviert, also... Eventuell sind es einfach nur Sachen, die jetzt einen drollen sollen. Eigentlich solltest du dich hier nicht loslassen, einfach so. Das ist teilweise echt schwer zu sehen, wenn er sich loslässt. Fallen lässt. Und ich bleib da oben hängen. Oh Gott. An so einer Stelle, wo ich vermutlich hätte gar nicht lang gemusst. Ich kann halt auch nicht sehen, was dahinter ist. Das ist ein bisschen gemein, meiner Meinung nach. Ich gehe mal davon aus, wir haben den einen Schalter da unten, die eine Plattform da aktiviert. Was offensichtlich auch der Fall ist. Obwohl ich... Naja, da kann ich nicht drüber springen. Also... Nein. Das wäre nicht möglich, da drüber zu springen. Okay, ich glaube, ich muss mich einfach nur... Ja. Wir speichern wie wieder, weil die schwierige Stelle ist eigentlich wieder auf der Plattform heil zu landen. Da hat mir tatsächlich ein Pixel von der Höhe gefehlt. Das war einfach viel zu kurz. Und das war perfekt. So, jetzt haben wir den blauen Key. So. Ich muss tatsächlich sagen, es sind einige schwierige Stellen hier dabei. Aber ich muss zugeben, das Level finde ich im Großen und Ganzen eigentlich ganz cool. Hey, es ist auch mal eine Tür vor meiner Nase, die sich öffnet. Ich bin positiv überrascht. Traue ich dir, Spiel? Traue ich dir, CK Guy? Nein, ich traue dir nicht. Was habe ich davon? Okay, das könnte nervig werden. Aber, wenn ich richtig stehe, sollte ich eigentlich... Ich muss, glaube ich, ganz an der Kante stehen, ne? Nein? Ja, ich kann gar nicht springen, ne? Da falle ich schon, okay. Also weiter. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ich weiß, das sage ich sehr oft. Ist da drüben überhaupt irgendwas? Ah, wirklich. Er hat es irgendwie auch mit diesen komischen Dingern. Da steht Pfeil nach da. Aber ich schaffe es nicht mal darüber zu kommen. Vermutlich ist es irgendwie machbar, wenn man... sich irgendwie an die Decke da wieder backt, so wie an einer einen Stelle. Aber bei... Das ist dann so lang. Wir versuchen einfach mal, wenn die hier runterfallen, uns irgendwo da festzuhalten. Beispielsweise hier. Und dann hier zu speichern. Zu gucken, wo die Plattform lang fährt. Okay, sie fährt zu uns. Erneut ein Key. Okay. Und er hat sich nicht festgehalten. Yay! Oh, ich stand vermutlich etwas zu weit rechts. Also. Da kann ich tatsächlich auch einfach mal mir die Schuld geben. Muss ja auch mal sein, dass ich mir die Schuld gebe. Ich muss mich einfach ein bisschen weiter fallen lassen. Hier speichere ich einfach mal gerade. Weil ich nicht weiß, wann er loslässt.
Ach, das wird lustig. Das wird lustig. Lustig, 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 lustig. Okay, das ist schon zu viel. Also mehr als so geht offensichtlich nicht. Das heißt, ich muss mich einfach fallen lassen. Wie mache ich das? Ganz kurz nur die Taste drücken. Okay. Bisschen heikel ist es schon, ja, das gebe ich zu. So, jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo es weitergeht. Wir haben einen weiteren blauen Key. Die Frage ist, wofür? Und wohin? Oh. Oho. Wir laden mal gerade. War da links offen? Oho. Oh Gott, meine Freunde. Ich speichere hier einfach mal. Manchmal lässt er sich auch einfach so fallen, wenn man eine Millisekunde zu lange die passende Taste dazu drückt. Okay, das habe ich nicht gesehen. Okay. Muss ich jetzt auf diese Plattform? Ich sehe auch gerade keine andere Möglichkeit. Schon wieder ein Part mit Überlänge. Das ist irgendwie... Oh Gott. Jo. Wie nah kommt die Plattform mir überhaupt? Es geht. Es wäre durch einen halbhohen Sprung möglich. Das, was ich speichere hier nochmal. Dann muss ich nicht so lange warten. Okay. Diese Sprünge sind tatsächlich echt schwierig. Speichere mal gerade hier ab. Was hat es mir jetzt gebracht, auf dieser Plattform hier zu stehen? Ich kann mich doch nicht hier durchfallen lassen, oder? Erwartet von mir, dass ich mich da durchfallen lasse? Etwas, wo ich nicht mal weiß, ob das funktioniert? Die Plattform... Ich lass mal, wenn ich auf der Plattform bin. Oder kann ich mich wieder an den Seiten irgendwie fallen lassen? Aber falle ich doch einfach nur in den Tod, oder? Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich habe null Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt funktioniert. Also normalerweise kann man sich da, glaube ich, nicht durchfallen lassen. Da muss ich mich durchbacken lassen. Was mich gerade am meisten stört, ist eigentlich die Tatsache, dass direkt der
Bildschirm wiederkommen. Ich guck mal gerade, kann ich mich da vielleicht auch einfach wieder hoch springen lassen tun? Ich glaube, die Plattform kommt nicht weit genug. Ich glaube, hier hat er tatsächlich wirklich darauf geachtet, dass es nicht geht. Nee, ich komme bei weitem nicht nah genug daran. Jetzt ist die Frage, gilt der Pfeil für hier? Gilt der Pfeil für da? Was übersehe ich? Übersehe ich was? Oder ist es wirklich so gedacht, wie es einen Anschein hat, dass man auf diese Plattform da unten muss? Jetzt die Frage, wie geht das? Kann ich mich einfach da irgendwie durchbacken oder was? Oder muss mein Timing einfach so perfekt sein? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin überfragt. Ich sollte einfach Enter drücken, anstatt versuchen, schnell Escape zu drücken. Also sowas meiner Meinung nach unnötig. Also wenn es hier wirklich pixelgenau sein muss, dann weiß ich es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss man auch einfach nur ein bisschen springen? Nee, ich glaube, so leicht kann man die Taste gar nicht drücken, dass man nicht stirbt. Nee, geht auch nicht. Man stirbt, sobald ich auch nur die Taste ganz leicht berühre. Das heißt, irgendwas übersehe ich. Übersehe ich vielleicht das offensichtlich auf der rechten Seite? Und diese Plattform ist einfach nur ein Trugschluss? Oder ist es einfach nur Trollololololol? Jetzt bin ich hier und weiter komme ich nie wieder zurück. Okay. Ja, meine Freunde. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe es zu, ich habe keinen Schimmer, ob ich hier überhaupt richtig bin, ob es vielleicht nicht sogar generell ein Fehler war, da runter zu gehen und ich hätte eigentlich ganz woanders hingemusst. Ich finde das Level trotzdem eigentlich ganz gut, obwohl ich zugeben muss, dass jetzt müsste nicht sein, aber eventuell ist es wie mit dem Key am Anfang, dass ich einfach was falsch gemacht habe. Wenn dem so ist, werde ich das Level nochmal machen müssen, was ich dann wiederum scheiße finden würde. Ich habe keine Ahnung, ob das nicht vielleicht doch irgendwie möglich ist. Eventuell werde ich es nochmal offline probieren, nur um zu gucken, ob es nicht doch irgendwie so machbar ist. Eventuell bin ich, wie gesagt, auch einfach falsch, ja, obwohl ich nicht weiß, wo es hätte sonst weitergehen können. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr mehr gesehen als ich. Ich würde sagen, an dieser Stelle bin ich raus. Grüßt mir die Sonne und macht's gut.